Resident Creepy Groundskeeper. Gell, Happerli, also die habe ich auch nicht gekannt vorher. Die Steph. War mir auch unbekannt. Hey Samuel, keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so Wo ist soon. der Creepy? Oh. Neither did Wusste ich I. gar nicht I mehr. have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. Oh, der geborene What? Vergewaltiger. You're here for Oh. someone. A special someone, yes? Was los? I've gotta go, man. It's been real. Be kind to yourself, Chloe Price. Oh Gott, ist der creepy. Scheiße. Ich klaue dir jetzt die Schlüssel, oder? Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Okay, wir müssen was machen. Herr Vogel. Hallo Vogel. Evan's subject for the day. Better you than me, Bird. Springer, Even. Even, der alte Fotograf. Even, oder? Ich finde ihn voll creepy an What are Samuel. you Tut mir doing leid. here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? Ja, aber It echt. offends me when intelligence is wasted. Mischt Did dich nicht Evan ein. just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Nichts sagen oder lustig machen. Ich mache mich immer lustig. Doch, ich bin die Aktorschiene gewöhnt. Hey, Evan, as intelligent as you look right now, you can still see that bird from where I'm standing. I appreciate your concern, but I want to get this shot exactly right. And I've learned something about myself recently. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You should have signed the Ach, die petition. Petition. It's not like anyone else did. Did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless Wow, lives. ist der You anstrengend. see what happened? Besserwisser. Ja, du brauchst jetzt deine Fähigkeiten. Evan, you're pretty stuck up. Did you know that? It's fine. The first sign of greatness is people disliking you. Okay. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. So ein Arschloch. Ich schlag dir gleich den Kopf ab mit der Schaufel. Du hältst ihn schon so gut hin. Nimm die Schaufel und zack. Ich habe gestern zu viel Shadow of Mordor gespielt, ich merke schon. If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But Evan is right there. Was können wir hier tun? Blöder Vogelhaupt. Erschrecken. Ja, genau. Hey! I wanted you to go the other way. Like, as far as possible, the other way. Mist. Wie kann man den in eine andere Richtung lenken? Ah ja, da. Jetzt konnte man noch nichts machen. Zuschlagen. Wenn ich jetzt zuschlage, dann wird er nass. Ist doch auch cool, oder? Das mache ich jetzt. So tempting, but Evan will see me, Ja, for schade. sure. Okay. And he sounds like he's in the Gehen wir mood to jetzt get into dahin. trouble. Zack. Und nochmal. Time for a fresh start. Time for a fresh start. Here we go. So. Jetzt geht's. Es ist ja immer nur da, das gibt's ja nicht.
Und tschüss. Oh, perfect. Ja, finde ich auch. You're welcome. Sehr gut. Sehr gut. Zuschlagen. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... Dumm die dumm. Alles kaputt. Der arme Samuel. So. Gehen wir da rein und holen uns den Schlüssel. Schlüssel nie offen liegen lassen. Sorry, Samuel. Top. Alright. Time to find Drew's room. So. Jetzt können wir schon am Haupteingang reingehen, oder? Ja doch, es geht schon. Aufschließen. Genau. No time like the present. Lasse. Oh. Dumm, die dumm. Chloe? Ah. Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get expelled? Ich besuche einen Freund. Bin auf geheimer Mission. Ja, genau. I'm on a secret drug-related mission, Skip. Under the authority of the Arcadia Bay District Attorney's Office. Was? Really? No, dude. I'm just visiting a friend. Okay, das war witzig. I can't... I really can't just let you go in. Ach, bitte. Ach, bitte. Ich geh da rein. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think ein offizielles Anliegen solltest du verkünden. Okay. Oder verlassen. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Wenn ich ihm einen blase, oder? Schuldgefühle einrede. Ah, okay, ja, dann so. Dann so. What's my official business? Eckige Geschäfte, Frauensache, was auch immer. I'm going to the bathroom. Is that what you wanted to hear? Is that interesting to you? What? No. No, it's my job to ask, Chloe. Du wirst deinen Job verlieren. If you keep violating students' personal rights, you're going to get... Geil. Not like that. Do you know what Wells would do to me if I didn't, you know, patrol? Wells respektiert dich nicht. You know Wells doesn't really respect you, right? You're just a rent-a-cop who needs a haircut. Needs a haircut. Where is this coming from? Freund? Von wegen. Ich dachte auch, wir sind Freunde. I thought we were friends too, but when the man comes down on you, you come down on me. Is that it? Look, look, look. I'm really sorry. Oh, jetzt hat Schuldgefühle. I'm just so confused right now. Du hast auf meine Titten geguckt. Sorry? You just looked at my tits. You did. You stared right at them. Wie geil ist das bitte? I don't know what to do. Seriously, my uterus is on fire, dude. What? Is that descriptive enough? I don't want to know. En fuego utero, Skip. En fuego utero. I don't know what to say. I'm so sorry. Matthews. I'm here. I've gotten. Ah, verdammt.
Thank God. Oh, I'm on it. I won't tell Wells. Do what you have to do. Ach so, nee, unser Fahrzeug kann es ja gar nicht sein. Die hat ja noch gar keinen Truck. Eine SMS. Wie geht's? Hast du schon gefunden? Entspann dich, Mann. Das waren gerade mal 5 Minuten. Sind schon 20 Minuten. Ja, okay, schon dabei. Beeil dich. Die Fresse. Der ist ja auch geil. Der haut einfach ab und wollte eigentlich aufs Klo gehen. Und kommt normalerweise gar nicht rein. Ohne Schlüssel. Wieso lasst ihr jetzt die Schlüssel stecken? Wieso lasst ihr die Schlüssel stecken? Nein. Tut es nicht. Ach, das war Spanisch. Ah, ja klar. Er ist Spanier, gell? Welches ist Drews Zimmer? Was war das für eine Warnung gerade? ABFP-Warnung. Neuigkeiten zum Feuer. Feuer in Culmination Nationalpark jetzt 50% unter Kontrolle. Zusätzliche Straßenschließungen. Details in örtlichen Medien. Okay, danke. You shall not pass. Dann gehe ich jetzt mal rein. Einstein. Das ist dann wohl sein Zimmer, oder? Elliot does work really hard. Elliot? Yes, I'm happy for him. Was macht sie dann da in dem Zimmer? And afterward, Summer strong at the broken places. Foto ansehen. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after Tagebuch lesen. Oh ja, Tagebuch. Gar nicht schlecht. Okay. Dark. Ja, wirklich düster. Who is it that Elliot's writing about? That moment when the sun is almost there, the sea is welcome. It's welcoming and warm, bla bla bla. Elliot is way more artistic than I thought. Wait. Are these about... You are about to die. What the fuck, Elliot? Okay, sie schreibt aber echt über. Schreibt aber echt über sie. Computer, Foto, Schublade, Güter benutzen. Elliot's mom seems nice. Ja, stimmt. Fuego ist Feuer. Das dachte ich mir auch schon. Genau. Ich wusste bloß nicht mehr, was für Sprache das ist. Congratulations. Lucky Dana. Warren Grant. There's way less porn here than I would have thought. Man lässt auch seinen Computer nicht unbeaufsichtigt. I knew Elliot did well in class, but Vollstipendium. He was here on a full ride. Ah, okay. Lacrosse-Schläge ansehen. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does. Okay, ich gehe jetzt wieder. Ich wollte eigentlich gar nicht rein, aber irgendwie ist es cool, dass man das machen kann. So, wo sind wir jetzt weggegangen? Da sind wir weggegangen. Showers. Ach, da sind wir jetzt at Bathrooms. Okay. Poster. Das ist ein Poster. I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Ja. Ist nix. Okay, dann ist das Zimmer klopfen, öffnen. Keiner zu Hause. Ist ja logisch, weil die Tür ist zu. Also die Haustür von dem Haus. Verschlossen. Ist aber echt keiner da. Also, er ist ja auch nicht gesehen worden oder so. Er meldet sich ja nicht. What the fuck? Good. Drew's not here. Lebt okay. Auf dem Boden. If I were Drew, where would I hide my money? Wo würde ich mein Geld verstecken? Hinterm Kalender am besten. Was für ein Brief? Holy shit,
True. Ein Uni-Stipendium. A college scholarship? Okay. No wonder you're so into football. Computer benutzen. I didn't realize Drew was this good at sports. Okay, er ist ein guter Sportler. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills. Okay, der verkauft Pillen. Shit out of luck around here. Gut, Football-Poster. Das ist bestimmt irgendwo hinter seinem Sportzeug. Das? Too bad I lost my release form. I was really looking forward to Beistellungsformular. Da ist nix. Ansehen. Was sind das für die Figuren? Flo, das ist was für dich. Didn't think Drew would be into this nerd shit. Or I guess this is all Mikey's. Cool. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Bild. They look so happy. Ui, nice. Finde ich schon cool, dass so aktuelle Trends mit aufgenommen werden. Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Shelter for the homeless. Oh ja, krass. Da wundert mich das nicht, dass er auf dem Boden schlaft. Ist der? Ist der sein Bett? Und das ist, was hat sie gesagt gehabt? Wer schläft hier eigentlich? Looks like Mikey's been staying here. Mikey schläft hier auf dem Boden. Der Drew hat doch ein Bett. Ja gut, das ist ja Standardausrüstung in so Wohnheimen. Is the money in there? Ja, hoffentlich. Alright. Guess I have to crack a four. Ah, okay, wieder eine Kombi aus vier Ziffern, ein Zahlenrätsel. Hm, was könnte das Zahlenrätsel sein? Länder bestimmt nicht, oder? I wonder exactly how important 516 is. Der 16. Mai. Okay, dann steht's wohl doch im Kalender. Der 16. Mai. Mai ist der 5. Damn it. Wrong numbers. Hm. Wie ist das amerikanische Zahlenformat? 05. 1, 6, oder? Damn it. Nee. Wrong numbers. Hm. Letzten Tweet von dir, Flo, den schaue ich ganz gerne an. Mache ich dann gleich nach dem Stream. Cool. Der 16. Mai war es wohl nicht. Da vielleicht noch irgendwas im PC. Drew was this good at sports. Frank wasn't lying. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Nee, da ist nix. Formular, da steht auch nix drin. Birthday. 3. April. Drew. 3. April. Schauen wir mal. Sollte nie Geburtsdaten bei sowas nutzen. 3. April 404. Damn it. Wrong Muslim. Numbers. Damn it. Wrong numbers. Okay. Dann war's das nicht. Comics. I don't like the look of this dude. Bad guys don't usually look so obvious. Sergeant Blood versus Manicall. This is awesome. Dr. Timebot, the Jurassic Edition. Yeah. Ein Stream ohne Martinshorn. Der Polizei draußen vorbeigefahren. Die Dinge auch nicht. Da ist wahrscheinlich auch nichts. Didn't think Drew would be into this nerd shit. Nee. Or, I guess, die Figuren gibt es ja keine Zahlen. Bei dem Bild auch nicht. Bei der Notiz stehen da irgendwelche persönlichen Daten dabei. Dad's address. Really like this for a lock combo? Vielleicht 1212 wegen dem Osterzahl? Glaube ich zwar nicht, aber egal. Suchen. 2, 1. 2, 1.
Oh. Ha! Hä? Might actually need some help with this one. Ah, doch nicht. Mikey vermutlich. Cool, mal ganz ab vom Thema. Wann ist Mikeys Geburtstag? Noch lange nicht. 27.12. Das weiß ich schon. Ich habe doch vorher das Formular gesehen. 27.12. Okay. 1227. Worth a shot. Dann so. Yes. Ah. This is kind of fun. Nie Geburtsdaten benutzen. Niemals. Ah. Did little Drew beat you up too? Jackpot. Goldwürfer. Kohle. Yes. I'm kind of good at this. Na also. Ich find's cool, dass die Aufgabe immer auf der Hand draufsteht. Oder witzig. Die aktuelle Quest. Okay, got the money. Time to bust out of here. Yeah, Zeit zu verschwinden. Yeah, und bevor ich jetzt die Tür aufmache, muss ich euch vertrösten auf, in einer Woche geht's weiter. Ist jetzt echt fies, gell? Passiert bestimmt irgendwas, wenn wir jetzt da rausgehen.